Ja, mein Name ist Jeff Richardson. Ich bin hier in Bonn, wir sind EDV-Dienstleister. Wir betreuen das Quivitendo-Projekt, also eine Open-Source-Warenwirtschaft. Wir haben auch einen Stand, da werde ich nachher noch ein bisschen drauf eingehen, aber eigentlich soll es hier vor allem um Open-Source-Banking gehen. Ich werde so einen groben Überblick geben, was es so für Standards in diesem Umfeld gibt, also HBCI, SEPA, Authentifizierung. Ich werde im Prinzip anhand von zwei Zielgruppen die unterschiedlichen Anwendungsfälle skizzieren. Ich werde natürlich über Open-Source-Software, die es so auf dem Markt gibt, was erzählen. Und später dann das Zusammenspiel von der Warenwirtschaft und Banksoftware am Beispiel von Quivitendo zeigen. Es gibt also verschiedene Arten mittlerweile, mit denen man mit der Bank kommunizieren kann. Also man kann halt immer noch zum Schalter gehen, man kann Überweisungen per Post schicken. Man kann, glaube ich, am Geldautomaten sogar Überweisungen ausführen. Was die meisten Privaten mittlerweile, glaube ich, machen, ist auf die Homepage der Bank gehen. Also fast alle Banken bieten dann ein Webinterface an, wo man Überweisungen tätigen kann und seine Kontoauszüge sich angucken kann. Es gibt Apps für das Handy. Da kenne ich mich gar nicht aus. Dann, wo es um diesen Vortrag vor allem geht, ist die Banking-Software mit HBCI und FinTS. Wobei FinTS im Prinzip die Weiterführung von HBCI ist. Und ja, für meinen Vortrag im Prinzip das Gleiche, mehr oder weniger ist. Es gibt für Profifirmen gibt es das eBix, das ist noch eine ganze Nummer größer. Da werde ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Und schließlich, wenn Firmen mit dem Steuerberater zusammenarbeiten, ist auch ganz häufig, dass der Steuerberater entweder über das DATEV-Rechenzentrum direkt auf die Konten zugreift, um Kontoauszüge zu holen, oder eventuell sogar eine zweite PIN bekommt, um einfach nur die Kontenauszüge einzulesen. Der große Vorteil von Banking per Software ist, dass ich meine Daten eigentlich jederzeit auch offline mir angucken kann. Ich kann die über verschiedene Jahre archivieren. Sehr schön ist, dass ich dann auch in der Software meistens bessere Möglichkeiten habe, nach bestimmten Buchungen zu suchen. Ich kann nach bestimmten Zeiträumen filtern. Das ist über eine Web-Oberfläche, hängt ein bisschen davon ab, was die Bank anbietet, aber per Software habe ich da viel mehr Möglichkeiten. Ein großer Vorteil ist, dass ich mehrere Banksysteme integrieren kann. Also ich kann bei der Sparkasse, bei der Volksbank. Das bedeutet auch, dass ich einfach die Bank wechseln kann, wenn ich nicht zufrieden bin. Ich bin da nicht so festgelegt. Man hat häufig sehr viele Exportmöglichkeiten, um die Bankdaten an andere Programme weiterzugeben. Für Privatanwender meistens interessant ist, dass ich, wenn ich meine Geldflüsse habe, dass ich die kategorisieren kann innerhalb der Banksoftware und auch dann Auswertungen machen kann, wie viel habe ich für Miete ausgegeben, wie viel für Lebensmittel. Ich kann, wenn ich Aktien habe, in der Software werden die ganzen Aktienkurse nochmal automatisch abgerufen und habe so eine Depotverwaltung zum Beispiel. Und wenn ich jetzt nicht mit Lastschriften zum Beispiel arbeite oder Daueraufträgen, kann ich mir auch wiederkehrende Zahlungen konfigurieren, die dann automatisch im Bankprogramm regelmäßig auftauchen und ich dann einfach freigeben kann. Nicht jeden Monat immer die gleichen neuen Belege anlegen muss. Die Voraussetzungen für Open-Source-Banking sind in Deutschland eigentlich total prima. Wir haben also viele offene Standards. In Deutschland standardisiert ist die Kommunikation mit der Bank per HBCI. In Europa bzw. im Euro-Raum sind die Überweisungsformate eigentlich über SEPA XML standardisiert. Die Kontoauszüge sind eigentlich sogar international standardisiert. Das ist für manche amerikanischen Firmen oder Organisationen ganz praktisch. Man hat insgesamt eine gute Hardware-Unterstützung für irgendwelche Kartenleser. Ich bin nicht ganz sicher, ob die auch alle Open Source sind, aber man kriegt zumindest vom Hersteller Unterstützung da und die laufen auch unter Linux sehr gut. Was sehr schön ist, was ich entdeckt habe, es gibt eine sehr, sehr aktive Community, wo die Benutzer sehr aktiv sind, wo die Entwickler sehr aktiv sind, wo sogar sehr engagierte Bankmitarbeiter aktiv sind und sehr viel helfen. Es gibt sehr viele Dokumentationen. Und auch viele Online-Tutorials, wo man sich für die verschiedenen Spezialfälle, also diese Bank mit dieser Software, irgendjemand schon mal was gefragt hat. Das ist eigentlich sehr, sehr viele Informationen kann man da finden. Der eine Standard in Deutschland ist, wie gesagt, das HBCI und das FinTS. Das ist also ein offener Standard, der von der deutschen Kreditwirtschaft, so ein Zusammenschluss von eigentlich allen Banken,
definiert ist, wo dann die Datenformate definiert sind, die Protokolle sind definiert, die ganzen Sicherheitsverfahren sind definiert. Die kann man eigentlich auch alle öffentlich einsehen und damit programmieren. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön. Die Kommunikation läuft im Prinzip über HTTPS. Und das, was bei der Online-Software eigentlich letztendlich entscheidend ist, ist, welche Arten von Geschäftsvorfällen, so heißt das bei HBCI, abgedeckt werden. Also da werden zum einen halt die ganz normale Überweisung per SEPA, man hat da Terminüberweisungen, man hat Dauerüberweisungen, man hat Sammelaufträge, man kann innerhalb der gleichen Bank Umbuchungen machen, man kann Lastschriften machen. Dann gibt es die Standardsachen, die Kontostände abrufen, man kann seine PIN ändern, man kann Schlüssel übermitteln. Das ist alles über dieses HBCI-Protokoll abgedeckt. Es gibt noch eigentlich viel mehr Sachen, das sind so die Sachen, die man so im Alltag am häufigsten macht und man sich auch ganz gut vorstellen kann. Dann für die Überweisung, also wo ich dann halt auch in der Datei hinterlege, welchen Betrag, auf welches Konto, von welchem Konto, mit welchem Datum. Da gibt es also das SEPA, das ist beschränkt auf Euro. Man hat dann also mehrere Standards, XML, wie dies alles kodiert ist. Das läuft auf UTF-8, was ganz schön ist, wobei je nachdem, wie die Bank das macht, werden Umlaute teilweise umgewandelt. Man hat einen definierten Verwendungszweck von 140 Zeichen Länge. Das gibt manchmal noch ein paar Probleme, wenn man von alten Systemen kommt, da war das ein bisschen anders. Aber europaweit oder im Euroraum ist das eigentlich sehr schön standardisiert alles. Auch die Kontoauszugsdaten sind eigentlich standardisiert. Es gibt da vor allem MT940, das ist der SWIFT-Standard. Es gibt einen Nachfolger, davon mittlerweile CAMT. Die meisten Programme bieten noch CSV, HTML an. Und das ist eigentlich auch alles ziemlich offen und funktioniert ziemlich gut. Dann die ganze Kryptologie dahinter, das kann man jetzt, glaube ich, nicht so gut lesen. Es gibt also verschiedene Sicherheitsprofile mit den Standardverschlüsselungen wie SHA-256 oder Hashwerte, eine Triple-Desk-Verschlüsselung, da SHA-1 nochmal. Das sind also alles Verfahren, die bekannt sind und die man auch, wenn man Open-Source-Software schreibt, dann verwenden kann. Das ist eigentlich auch sehr positiv. Dann gibt es den Punkt, wo es eher am schwierigsten ist, wie kann ich, wo es auch um Sicherheit geht, wie kann ich jetzt mit der Bank kommunizieren, dass das alles sicher ist und die Bank auch weiß, mit wem sie es zu tun hat. Da gibt es eigentlich, also ich habe mir die beiden sichersten Varianten vor allem rausgesucht. Da gibt es also zum einen, dass man das mit Software macht und einen Schlüssel hat. Da ist vor allem, dass man eine Chipkarte hat. Man kann auch seine EC-Karte freischalten. Es gibt dann so Kartenlesegeräte. Was früher verbreitet war, dass der Schlüssel nochmal auf einer Diskette gespeichert war, der dann häufig nochmal mit einem Passwort nochmal geschützt war. Was die meisten Heimanwender benutzen, ist das PIN-TAN-Verfahren. Da hat man also wieder so eine Chipkarte, hat einen optischen Chipleser oder optischen Kartenleser. Und da gibt es dann eigentlich nochmal zwei Varianten. Also mit der Chipkarte ist die eine Variante und die andere Variante ist, dass man dann von der Bank jedes Mal, wenn eine Überweisung macht, dass man eine SMS bekommt, wo nochmal die Daten nochmal angezeigt werden. Man kriegt die TAN dann per SMS geschickt und kann dann kontrollieren, ob das, was man auch eingegeben hat, im Bankprogramm richtig ist und das entsprechend bestätigen oder auch nicht, wenn man da Angst hat, dass irgendwas nicht ganz sauber ist. So, beim PIN-TAN-Verfahren ist eigentlich sehr schön, dass ich die gleichen Zugangsdaten normalerweise habe wie auch auf der Banking-Webseite. Ich habe dann mit meiner Anwenderkennung und meiner PIN kann ich sowohl auf der Webseite als auch mit der Software kann ich auf meinen Kontodaten zugreifen und kann im Prinzip alle Informationen, die dort gespeichert sind, auslesen, also zum Beispiel Kontostände. Wenn ich Überweisungen ausführen möchte, läuft das halt immer über die TAN. Und was hier eigentlich sehr wichtig ist, dass es für jede Überweisung eine eigene TAN gibt. Was das jetzt nicht sehr bequem macht, wenn ich sehr viele Überweisungen habe. Die Authentifizierung und Kontrolle der Überweisung läuft zum einen über die SMS zum Beispiel, Mobil-TAN, und über diese
Smart Cards. Das gilt insgesamt als ein sehr sicheres Verfahren. Diese Kartenleser sind eigentlich sehr günstig, also die kosten so 10 bis 15 Euro. Man hat hier so ein paar Leuchtdioden, man kann da eine Karte einstecken, hat ein Tastaturfeld. Die sind gar nicht mit dem Computer verbunden, das heißt, die sind batteriebetrieben. Und ich zeige dann nachher nochmal, wie das dann in der Praxis aussieht. Da gibt es zwei verschiedene Standards. Ich habe hier einen alten Leser von der Sparkasse, beziehungsweise auch nur aufgedruckter Sparkasse-Ding. Also es gibt einmal das Format 1.3.2 und das etwas neuere Format 1.4. Also wenn man bei der Bank PIN-TAN beantragt und das mit einer Karte machen möchte, dann muss man gucken, dass man den richtigen Leser auch dann einkauft. Und meistens haben die Banken auch einen eigenen Shop, wo man die Sachen direkt bestellen kann. Aber es ist eigentlich sehr günstige Software, sehr günstige Hardware und funktioniert auch mit Open Source Software teilweise ganz gut. Das andere Verfahren ist vor allem also HBCI mit Chipkarte. Da hat man also keine TANs, dafür muss man sich aber am Anfang bei der Bank sozusagen authentifizieren. Das ist der sozusagen sogenannte INI-Brief. Das funktioniert dann eigentlich so, dass ich springe mal runter, man hat bei Chipkarten zwei verschiedene Systeme. Die Chipkarten haben sogar eigene Betriebssysteme. Und es gibt einmal das Verfahren DDT, da ist also ein symmetrischer Schlüssel, der einmal von der Bank auf die Karte aufgespielt wird. Die Bank hat auch eine Kopie und alle Transaktionen, die dann übers Netz gehen, die werden halt mit dem Schlüssel dann verschlüsselt. Das andere Verfahren ist das RDH-Verfahren. Das ist eher ein asymmetrischer Schlüssel. Da wird also der Schlüsselpaar erst innerhalb der Karte generiert. Man vergibt halt auch einen PIN dafür selber. Dieser private Schlüssel, der verlässt niemals die Bankkarte. Man kommt auch ohne weiteres gar nicht ran, wenn man jetzt die Karte gleich mal klauen würde. Das Ganze ist durch die PIN geschützt. Und dieser öffentliche Schlüssel, der dann generiert wird, der wird per HBCI über einen dieser Geschäftsvorfälle dann übertragen an die Bank. Zeitgleich generiert man von diesem Schlüssel nochmal einen Fingerprint, so ein Hashwert, druckt den einmal aus, unterschreibt das, schickt das an die Bank und die können dann prüfen, ob das, was dann per HBCI übermittelt worden ist, damit diesem Fingerprint übereinstimmt. Und ab dann weisen die einem dann dieses Konto zu, die Berechtigung zu und kann ich mit meiner Chipkarte dann die ganzen Anwendungen ausführen. Und das ist dann so, da braucht man einen etwas teuren Kartenleser. Ich habe hier einen, der kostet um die 60 Euro. Der wird dann per USB verbunden. Man steckt dann die Karte ein. Der erkennt dann, dass eine Karte eingesteckt wird. Dann wird von der Software dann die Transaktion an die Karte übermittelt. Das wird mit einem Schlüssel dann kodiert, an die Bank geschickt. Die schicken das. Nee, das ist ja ohne TAN. Da brauche ich eigentlich nur meine PIN eingeben. Bei manchen Kartenlesern wird nochmal angezeigt, wie der Überweisung ist, aber in unserem Fall wird einfach die PIN eingegeben, die Zahlungen, die ich in der Software eingegeben habe, werden übertragen und die Authentifizierung funktioniert dann über diesen Chipkartenleser. Und das gilt eigentlich so als das sicherste Verfahren. Das wäre jetzt so der grobe Überblick über die Verfahren. Dann würde ich jetzt einmal auf die unterschiedlichen Anwendungsprofile gehen, wer halt eigentlich der typische Anwender für Online-Banking ist. Das ist also zum einen der Privatanwender. Der macht also im Alltag vor allem viel Barverkehr, macht eventuell viel mit EC-Karte, Kreditkarte, hat in der Regel eher wenige Überweisungen. Wenn er jetzt ein fleißiger Internet-Einkäufer ist, gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel per PayPal oder Kreditkarte, Sofortüberweisung, auch noch Überweisungen im Internet zu tätigen. Wenn ich zum Beispiel meine Miete jeden Monat überweisen möchte, kann ich Dauerüberweisungen einrichten. Und beim Verein zum Beispiel kann ich dem eine Vollmacht geben, dass der die Sachen automatisch einzieht. Also insgesamt habe ich relativ wenig Überweisungen im Normalfall. Und was ich dann nochmal machen kann, dass ich meine
Finanzen dann nochmal ein bisschen aufschlüsseln möchte und kontrollieren möchte, um zu gucken, wo geht mein Geld eigentlich überall hin. Da gibt es dann im Prinzip Software, die man Finanzmanager oder persönliche Geldverwaltung nennen kann. Da geht es darum, dann, wenn ich meinen Kontoauszug habe, am Ende des Monats zu gucken, oder zwischendurch auch, wo ist das Geld jetzt hingeflossen. Ich kann in der Software Regeln hinterlegen, ich kann sagen, das war jetzt Tankstelle, das geht jetzt auf Sprit oder auf Autokosten. Ich kann automatisch Regeln eingeben, um zu sagen, ja, das ist mein Gehalt, das sind Mieteinnahmen, das ist Aktien, die ganzen Ausgaben kann ich alle kategorisieren. Und manche Leute, die machen das so, dass sie versuchen, möglichst viel mit der EC-Karte zu bezahlen, weil dann auch dann alle diese als einzelne Transaktion nach dem Kontoauszug auftauchen. Und ich muss dann nicht nochmal persönlich halt meine ganzen Bareinnahmen extra nochmal händisch eingeben. Und wenn man das also sehr akribisch macht, hat man da auch die Möglichkeit, so eine gewisse Vermögensverwaltung und auch Budgetplanung dann zu machen. Bei einer Firma ist das ein bisschen anders. Eine Firma, die erfasst eigentlich sowieso, gerade wenn sie also buchführungspflichtig ist und doppelte Buchführung macht, ihre ganzen Eingangs- und Ausgangsrechnungen im Vorfeld in der Warenwirtschaft, nutzt dazu meist doppelte Buchführung. Aus den offenen Eingangsrechnungen, die ich von meinen Lieferanten bekomme, kann ich da SEPA-Überweisungen generieren. Also an allen Überweisungen, die offen sind, kann ich sagen, die und die möchte ich jetzt bezahlen, kann daraus eine SEPA-Überweisung generieren und diese an die Banksoftware überweisen, übermitteln. Ich kann für meine offene Ausgangsrechnung, wenn ich denn bei meinen Kunden Lastschriftverfahren habe, dass ich das direkt einziehen kann, kann ich auch SEPA-Einzugsdateien generieren. Das übermittle ich dann, diese Dateien, diese XML-Dateien mit allen Bankvorgängen, übermittle ich dann an meine Banksoftware, kann das ausführen. Dann, wenn ich hoffentlich viele Rechnungen habe, kommen dann natürlich dann die ganzen Zahlungsangänge ein. Die möchte ich dann verbuchen, um meine offenen Rechnungen auch irgendwann zu schließen und zu sagen, die sind jetzt bezahlt. Dann möchte ich eigentlich am Ende nochmal gucken, ob alle Sachen, die ich in der FIBU auch auf dem Bankkonto zum Beispiel erfasst habe, mit meinem Kontostand übereinstimmen und dazu kontrollieren, ob ich auch alle Buchungen erfasst habe. Das sind so die typischen Sachen, die eine Firma macht. Und generell gibt es also Unterschied zwischen den beiden Anwendungsfällen. Also bei Privat ist eher Geld gesteuert. Da habe ich also erst die Zahlungsein- oder Ausgänge und dann möchte ich kategorisieren. Bei der Firma mache ich erst die Buchungsvorfälle und danach erst geht es darum, die Zahlungen durchzuführen. Wenn ich Kontenabgleich mache als Privatperson, dann nutze ich halt meinen Finanzmanager. Geschäftlich, die machen eigentlich immer Kontenabgleich und machen das dann in der Buchhaltung. Privat habe ich eher wenige Überweisungen und geschäftlich eher viele Überweisungen. Wenn ich privat das mache, hätte ich gerne ein Adressbuch von all meinen Geschäftskontakten in der Banksoftware, während hingegen die Firma eigentlich in den Stammdaten von den Kunden diese Daten hinterlegen kann. Privat geht es eher dann darum, meinen Geldfluss, wenn ich das kategorieren soll, den Kategorien zuzuordnen, während hingegen der Firma geht es eher darum, die Rechnung den Zahlungen zuzuweisen. Und als Privatperson möchte ich auch gerne mobil arbeiten, also von zu Hause, im Urlaub muss ich vielleicht auch nochmal was nachgucken. Und die Firma arbeitet dann eher im Büro, eventuell haben mehrere Personen Zugriff. Das sind die unterschiedlichen Anforderungen an eine Online-Banking-Software. Da wären wir jetzt auch so beim Thema von der Open-Source-Online-Software. Da gibt es also im Wesentlichen zwei große Bibliotheken, die HBCI anbieten. Das ist also einmal, hieß das HBCI vor Java, ich glaube mittlerweile gibt es eine Version 5 und die wird benutzt bei dem Programm Hibiscus. Das ist eine Java-Anwendung und ich glaube, das ist mittlerweile fast schon integriert, beziehungsweise der Entwickler von Hibiscus betreut glaube ich mittlerweile auch HBCI vor Java. Aber es gibt, glaube ich, auch durchaus kommerzielle Programme, die auch diese Bibliothek zum Beispiel nutzen. Und dann gibt es noch eine andere Bibliothek, die heißt AQ Banking, ehemals OpenHBCI. Und da greifen eigentlich alle anderen Open-Source-Projekte drauf zu, also zum Beispiel GnuCash, CarMyMoney, AQ Finance, was aber noch in der Beta-Version ist. Und es gibt sogar ein Kommandozeilentool, AQ Banking -CLI.
Und was diese Bibliotheken eigentlich gemeinsam haben, ist, dass es eigentlich nur wenige Entwickler gibt, die das vor allem ja, für sich selber machen, beziehungsweise halt in ihrer Freizeit. Ich bin dann also, weil wir in der Firma keine dieser Software benutzt haben, mich halt hingegangen und habe mir bei meiner Bank eigentlich zwei neue Konten beantragt, mit denen ich so ein paar Testbuchen machen konnte. Und das Erste, was ich gemacht habe, war dann einmal auf die Webseite von dieser Bank zu gehen. Das war in dem Fall eine Bank aus dem Volksbank-Umfeld. Habe also das Online-Banking und das PIN-TAN-Verfahren beantragt. Ich war ja schon Kunde bei denen, das heißt, die mussten das nur noch freischalten. Die haben dann meine existierende FinTS-Karte, also ich habe eine eigene Karte für die Überweisung mit der Chipkarte gehabt, haben die für diesen Vorgang freigeschaltet. Das heißt, ich konnte meine PIN auch weiterbehalten. Und um zu testen, habe ich mich einfach mal bei der Bank angemeldet. Beim ersten Anmelden konnte ich dann diese PIN vergeben und hatte dann die Online-Software, wo ich, oder sehr klein, wo ich dann auch, glaube ich, meine ersten Überweisungen mal einfach ausprobiert habe, weil ich wusste ja nicht, vielleicht klappt das ja gar nicht mit der Open-Source-Software, vielleicht schaffe ich das gar nicht oder viel zu kompliziert. Habe mit der Web-Software angefangen und hatte dann schon eine Übersicht über meine Umsätze und ja, konnte auch Buchungen durchführen, hatte da meine Kontostände. Dann habe ich als Erstes dieses Hibiscus installiert. Das war überraschend total einfach. Also das ist halt ein Java-Programm. Ich habe einmal das Java-Paket installiert. Hibiscus basiert auf einer Java-Plattform, die aber auch von dem gleichen Entwickler ist. Die heißt Jamaica. Die kann man von der Homepage herunterladen. Man muss das Programm entpacken, das Programm ausführen. Innerhalb dieser Jamaica-Umgebung kann man direkt das Hibiscus-Plugin installieren. Es gibt sehr schöne Anleitungen. Es gibt sehr gute Informationen, über welche Banken unterstützt sind. Und ich war eigentlich total überrascht, dass das total einfach ging. Und ich war eigentlich auch von den Features von diesem Hibiscus sehr angetan. Also die üblichen SEPA-Vorgänge, die man macht, also Überweisungen, die haben eigentlich alle funktioniert. Das PIN-TAN-Verfahren, das ich ja beantragt hatte, das war mit diesem Smart-TAN-Optik, mit diesem Flickr-Code generieren, hat eigentlich auch direkt auf Anhieb funktioniert. Was nicht funktioniert hat und generell auch ein Problem ist bei diesen Open-Source-Programmen, ist, dass das eigentlich sicherste Verfahren mit diesen Chipkarten und dem Kartenleser, dass die halt nicht unterstützt werden, beziehungsweise nur bestimmte Variationen von diesem symmetrischen DDFT-Verfahren. Und gerade meine Bank und ich glaube die meisten, die haben dieses RDH-Verfahren. Das heißt, mit Hibiscus kann ich schon mal diesen schönen Kartenleser mit meinem alten System nicht verwenden. Und das ist ja auch das System, mit dem ich sehr viele Überweisungen auf einmal tätigen kann und nicht für jede Überweisung eine eigene TAN geben kann. Aber insgesamt war das Programm sehr gut zu installieren. Es war gut dokumentiert, einfach einzurichten und zu bedienen. Und eigentlich der Funktionsumfang war sehr gut und auch die Exportmöglichkeiten waren gut. Ich habe mal, ursprünglich hatte ich überlegt, bei der ganzen Online-Software, bei der Installation nochmal so eine Anleitung mitzugeben, ein paar Screenshots zu machen. Aber das war wirklich so einfach und es gibt halt sehr gute Bedienungen im Netz, dass ich mir das eigentlich gespart habe. Ich habe einen Screenshot gemacht, wie das dann aussieht, wenn ich meine beiden Konten hier drin habe. Hier mal einmal den Dialog, wie die Buchungen abgerufen werden. Ich habe also zwei Konten, hätte glaube ich ein Konto, Kurrentkonto, ein Tagegeldkonto, habe ein paar Buchungen hin und her gebucht und habe da nochmal eine Übersicht von den ganzen Funktionen. Da gibt es halt auch ein Adressbuch, Auswertung, Sparquote, Spendenaufruf, weil wie gesagt, das sind alles Freizeitentwickler. Ich habe nochmal ein Screenshot gemacht, wie so eine SEPA-Überweisung aussieht. Ich habe also das Konto oben, das ich, von dem ich die Überweisung aus ausführen möchte. Ich habe aus meinem Adressbuch einen Empfänger. Da muss man aber noch aufpassen, dass keine Sonderzeichen drin sind. Da beschwert er sich. Also Umlaute darf man da nicht reinschreiben. Ich habe meine IBAN, ich habe meine BIC. Ich kann verschiedene Auftragstypen machen, ob das eine SEPA-Überweisung ist oder eine interne Umbuchung. Die sind dann meistens kostenfrei. Ich kann natürlich den Verwendungszweck eingeben, ich kann den Betrag eingeben, kann das jetzt ausführen. Und wenn ich dann auf Ausführen klicken, kommt, das war für mich halt neu, diese TAN-Flickr-Grafik. Da muss ich also, das poppt dann auf ein Fenster auf dem Bildschirm auf.
Ich muss dann diesen Kartenleser nehmen. Ich muss meine Karte einführen, muss auf die F-Taste drücken, halte dann diesen Laser dann an meinen Flickr-Code, muss da gucken, dass die Pfeile einigermaßen übereinstimmen. Dann lädt das Ding ein bisschen, gibt mir dann eine TAN zurück, nachdem ich dann auch die Daten bestätigt habe. Also er hat das an die Bank überwiesen, die schickt das zurück. In diesem Flickr-Code sind diese Informationen drin, die auch hier angezeigt werden. Ich kann das bestätigen, die TAN eingeben und auf OK drücken. Das ist das also Smart-TAN-Optik-Verfahren. Und für die Fälle, wo man keinen optischen Laser hat, gibt es auch den sogenannten Startcode. Oder wenn es nicht funktioniert, weil der Monitor vielleicht nicht stimmt, kann man durchaus auch dann den Startcode eingeben. Da hat man hier diese Nummern, kann man dort eingeben. Und das sind im Prinzip die gleichen Informationen, die dann auch in diesem Flickr-Code drin sind, kann man sonst auch per Hand eingeben, wenn es irgendwie schief geht. Aber es hat eigentlich sehr zufällig funktioniert. Ich fand es ein bisschen nervig, nachdem ich die Chipkarten gewohnt war. Aber ich konnte damit also auf jeden Fall Überweisungen ausführen. Was der eine Frage? Soweit ich weiß, nicht. Also ich habe jetzt bei keinem der Programme irgendwas mit PayPal oder so gesehen. Also die Frage war, ob auch PayPal unterstützt wird oder Kreditkarten. Und was bei Hibiscus eigentlich sehr schön ist, das habe ich auch sehr spät erst gefunden, es gibt also einen eigenen Server und es gibt einige Plugins. Und die Antwort gerade war, es gibt auch Plugins für PayPal zum Beispiel. Es gibt also einen eigenen Server. Das ist im Prinzip das gleiche Hibiscus, was ich gestartet habe, wo alle Plugins aktiviert sind. Und dieser Server bietet auch eine API an. Und über diese API kann ich dann zum Beispiel Kontenstände abfragen. Also der Server läuft halt im Hintergrund. Ich kann Umsätze mit bestimmten Parametern abfragen, zum Beispiel alle Umsätze von heute oder von letzter Woche oder alle, wo in Verwendungszwecken bestimmte Nummer drin vorkommt. Ich kann über den Server auch oder über die API Überweisungen anlegen, die nicht ausgeführt werden, aber erstmal vorhanden sind. Und wenn ich dann einen zweiten Client-Anlege, der auf die gleiche MySQL-Datenbank zugreift, kann ich dann später diese Überweisungen, die eventuell automatisch hinzugefügt worden sind, dann händisch ausführen. Und dann natürlich dann mit PIN und TAN jeweils bestätigen. Und es gibt eigentlich zwei Schnittstellen über XML, RPC und es gibt auch eine REST-API mit eigentlich sehr guter Dokumentation und eigentlich auch ein paar schöne Beispiele. Also das fand ich eigentlich sehr schick bei dem Hibiscus. Dann gibt es noch das AQ-Banking, also das ist also eine HBCI-Bibliothek. Die hatte eigentlich einen ziemlich guten Einrichtungsassistenten für meine ganzen Bankdaten. Also da habe ich auch, das habe ich beim ersten Mal unter GnuCash gemacht und der hat diesen AQ-Banking-Einrichtungsassistenten aufgerufen. Und da war es eigentlich auch sehr einfach, meine ganzen Daten zu übergeben, dass sie hinterlegt werden. Mit AQ-Banking kann ich nicht ganz so viele SEPA-Vorfälle ausführen, aber die Standardsachen wie SEPA-Überweisung und Lastschrift funktionieren. Was, soweit ich weiß, noch nicht geht, ist die Dauerüberweisung. Aber AQ-Banking als erstmal die Schnittstelle von HBCI zur Bank. Das erste Programm, was ich ansonsten getestet habe, war Car My Money. Das ist eine KDE-Anwendung, die ist leicht zu installieren, aber dadurch, dass ich kein KDE hatte, waren jede Menge Pakete durch die zu installieren, aber ich hatte genug Platz auf der Festplatte. Und MyMoney ist vor allem ein Finanzmanager, was ich vorhin mal erwähnt hatte. Also man kann über AQ-Banking und Schnittstelle dann Kontoauszüge abholen oder importieren, aber MyMoney kann selber keine Überweisungen ausführen. Ich kann aber sehr wohl meine ganzen Ein- und Ausgaben kategorisieren. Ich kann Berichte machen, ich habe Finanzprognosen, ich habe einen Kalender, wo ich meine zukünftigen Zahlungen eingeben kann. Ich kann eine Budgetplanung machen, eine Depotverwaltung. Und wenn man das alles sehr akribisch macht, nutzt CarMyMoney also auch eine doppelte Buchführung, nutzt, sage ich mal, auch die professionellen Tools, um auch seine Konten zu verwalten. Also alle Vorteile von der doppelten Buchführung. Das kann nichts verloren gehen. Es ist leicht, Fehler zu finden. Die sind eigentlich alle damit abgedeckt. Was natürlich auch für den Laien ein bisschen schwieriger macht, der jetzt nicht unbedingt doppelte Buchführung kennt. Und da gibt es alle auch Kontenpläne.
Da kann man schon relativ viel mitmachen. Ja? Findet die Kategorisierung dann automatisch statt, dass wenn ihr jetzt erkennt, keine Ahnung, 20 Euro Pennymarkt, wenn ich das schon einmal eingestellt habe, dass das, was weiß ich, Nahrungsmittel sind, dass das dann immer... Ja, also man kann kategorisieren, man kann Regeln hinterlegen. Ich habe das jetzt nicht getestet, aber so wie das aussah, war das möglich. Ich weiß jetzt nicht, ob da, ja, es gibt wahrscheinlich Regeln für Verwendungszweck, eventuell für die Kontonummer oder sowas. Aber ich glaube, vor allem geht das über den Verwendungszweck. Und wenn dann bei Penny steht, also wenn die in den Verwendungszweck reinschreiben, Pennymarkt, dann kann man sicherlich dann Kategorien machen. Und da ist halt auch dann der Vorteil, wenn ich mit EC-Karte zahle, dass das alles dann auf meinem Kontoauszug auftaucht. Ich habe auf jeden Fall vorgeschlagen, dass die Kategorie, also wenn man beim letzten Geld, wenn man einfach Geld abholt, dann sagt er, das war. Ja, also das ist ja eigentlich auch der Hauptzweck von diesen Finanzmanagern, dass man diese Kategorisierung machen kann. Und deswegen bieten die das halt auch sowas an. Das habe ich aber jetzt nicht selber ausführlich getestet. Aber man kann ja nachher dann halt ja schöne Tortendiagramme malen oder sowas, wo halt das ganze Geld, das am Anfang des Monats kommt, dann überall hinfließt. Ich habe dann nochmal einen Screenshot gemacht, wie so eine Liste von Buchungen dann in Karma Money aussieht. Ich habe also ein Konto ausgewählt, habe dann meine Buchungen von dieser Woche, von der nächsten Woche, der aktuellen Woche, wenn ich Zukunftsbuchungen eingegeben habe, dann auch von der nächsten Woche. Ich kann hier unten sehen, wie viel ich überwiesen habe von der letzten Buchung. Und ich kann auch dann einen Kontenabgleich machen. Und ja, halt markiere, ich kann die Sachen dann von dort zuordnen. Also es gibt dann einen anderen Reiter. Die Kategorie kann ich zuordnen. Und ich kann hier auch feststellen, ob ich das schon zugeordnet habe oder ob ich den Kontenabgleich schon gemacht habe oder nicht. Dann springe ich direkt mal zu dem AQ-Banking Command Line, dem Kommandozeilen-Tool. Da kann man also auch Kontoauszüge mit abrufen. Man kann diverse Formate umwandeln, also von zum Beispiel MT940, dieses Kontoauszugsformat. Und was man auch machen kann, ist, dass man seine PIN hinterlegen kann in einer bestimmten Datei und kann damit dann zum Beispiel auch ein Skript schreiben, was dann regelmäßig die Kontoauszüge von der Bank abruft. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die Banken haben da meistens auch AGBs, die halt sagen, die PIN darf nie andere Leute gegeben werden, die darf nicht hinterlegt werden. Und mit dieser PIN kann man halt auch online halt auf die Webseite gehen. Man kann die PIN halt auch ändern, wenn man sich einmal angemeldet hat. Und da muss man im Prinzip selber wissen, ob man das halt machen möchte oder nicht. Aber wenn man das macht, dann hat man die Möglichkeit, hier einmal die Kontoauszüge im bestimmten Datumsbereich für ein bestimmtes Konto zum Beispiel abzurufen. Man kann die dann nochmal umwandeln in eine CSV-Datei und hat da die Möglichkeit, ja, automatisch Kontoauszüge abzurufen, wenn man das gerne bräuchte. Ein weiteres Programm ist das GnuCash. Da habe ich leider nicht so viel mich mit beschäftigt. Die Installation ist eigentlich sehr einfach. Das ist eigentlich bei allen gängigen Programmen mit dabei. Das ist also auch ein Programm in doppelter Buchführung. Ich hatte mir das mal vor 10 Jahren, glaube ich, angeguckt, wo ich dann noch gar keine Ahnung von hatte. Und das war erstmal so ein Buch mit 7 Siegeln für mich. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Das nutzt also auch AQ-Banking und den Konfigurator. Es kann auch Überweisungen mit den Möglichkeiten, die AQ-Banking anbietet. Aber wie gesagt, die Einstiegshürde ist ein bisschen höher, bis man versteht, was das Programm eigentlich kann. Aber das kann eigentlich alles, was KMyMoney macht, auch. Und bietet auch sehr viele Warenwirtschafts- und Finanzbuchhaltungsfunktionen an. Ja? Also der Kommentar war, dass das mittlerweile einfacher geworden ist. Und es gibt auch sehr gute und sehr ausführliche Tutorials, die man sich vorher mal anschauen müsste, bevor man da anfängt rumzuklicken. Das geht schief, aber es gibt sehr gute Anleitungen auch im Netz, wie man es effektiv benutzen kann. Mhm. Also es können allerdings noch nicht mehrere Nutzer synchron sein. Okay, also es ist ein Nutzersystem. Ja, das war mir auch ein bisschen aufgefallen. Die nutzen teilweise nicht unbedingt Datenbanken, sondern irgendwie auch teilweise einzelne Files. Also beim ersten Mal habe ich das irgendwie nicht richtig gespeichert. Das war, glaube ich, sogar genug Cache. Und beim nächsten Aufruf war irgendwie alles weg. Da habe ich das einfach beendet und da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, die stellen auch Datenbanken um, aber die
Genau, also es sind teilweise auch sehr alte Projekte und die, es geht halt immer mehr Richtung Datenbank, aber teilweise arbeiten die noch mit ja, SQL-Dateien oder einfach nur ja, Binärformate, weiß ich nicht genau. Das war jetzt so die Übersicht über die groben Programme, die es gibt. Und worauf ich jetzt hinaus will noch möchte, wäre die Integration mit einer Warenwirtschaft, also aus Sicht einer Firma, wie ich jetzt mit ja, Open Source ja, meine Toolchain sozusagen, wo ich dann auch ja, möglichst viel mit Open Source machen kann. Also wir hatten selber sehr lange die letzten beiden Programme, wo wir noch Windows bestarten mussten, war halt die Banksoftware und die Finanzbuchhaltung. Die Finanzbuchhaltung hat dann auf Teamfind umgestellt und ja, dann war unser Bestreben eigentlich möglichst viel mit der Warenwirtschaft zu machen, mit Open Source und auch der Warenwirtschaft. Und das typische Verhalten von, oder der typische Ablauf von der Firma ist, dass ich in meiner Warenwirtschaft und Faktura eigentlich sehr, sehr viele, ich kann nicht gut gehen, also ich habe halt meine ganzen offenen Verkaufsrechte und Einkaufsrechnung alle schon in meiner Warenwirtschaft drin. Ich habe meine Kundenstammdaten drin. Ich habe bei den Rechnungen die ganzen Zahlungsbedingungen hinterlegt. Ich habe das Datum der Rechnung, ich habe die ganzen Beträge drin. Und eigentlich will ich nur, gerade wenn ich also sehr viele offene Rechnungen habe, will ich einfach die alle markieren, sagen, jetzt bitte eine SEPA-XML-Datei erstellen. Diese möchte ich an die Bank übermitteln. Die Bank-Software übermittelt die an die Bank. Das bestätige ich einmal. Und was dann zurückkommt, ist dann mein Kontoauszug. Und mit diesem Kontoauszug verbuche ich dann meine Zahlungsausgänge. Ich kann unter Umständen Buchungen erstellen, wenn ich nicht schon gebucht habe, und habe dann auch eine Kontrolle über das Mahnungswesen. Und am Ende dieses Prozesses habe ich dann noch meinen Kontenabgleich, wo ich dann mein, eventuell sogar meinen Papierkontoauszug durchgehe, abhake, ob ich alle Posten in meinem gebuchten Bankkonto erfasst habe und dann am Ende des Monats nochmal die Gewissheit habe, dass ich auch alles erfasst habe. Das ist das typische Arbeitsverhalten von der Firma. Und das Einzige, was diese Banksoftware eigentlich dann machen soll, ist, möglichst effizient meine ganzen Vorfälle zu verarbeiten. Soll natürlich sehr sicher sein. Es soll Schnittstellen haben, um meine Daten zu exportieren, dass ich die in der WAVI verbauen kann. Und unter Umständen möchte ich halt das teilweise automatisierbar sein. Und mein Fazit für die Firmen ist eigentlich, dass die ganze Geschäftslogik ist eigentlich besser in der WAVI und der FIBO aufgehoben. Was halt viele von diesen Banking-Softwaren machen, ist, dass sie halt immer mehr Warenwirtschafts- und Faktura-Funktionen in ihre Banking-Software einbauen. Wobei eigentlich, wenn man eine gute funktionierende Warenwirtschaft hat, dass dort eigentlich viel besser aufgehoben ist, weil die ganzen Daten schon vorliegen. Im Falle von Kiwitendo ist das also so, Kiwitendo ist eine Open-Source-integrierte Warenwirtschaft und Faktura, integriert mit Finanzbuchhaltung. Integriert heißt also, dass sobald ich eine Rechnung buche und die auch ausdrucke, die automatisch auch in meiner Finanzbuchhaltung verbucht ist. Also ich muss das nicht nochmal im separaten Finanzbuchhaltungssoftware nochmal die ganzen Buchungen abtippen oder der Steuerberater muss das nicht nochmal abtippen, wenn ich diese Buchung dann per Datev übersende. Kiwitendo ist also eine Server-Web-Anwendung in Perl und Postgres geschrieben. Und die drei wichtigen Faktoren, um halt effizient mit der Banksoftware zusammenzuarbeiten, war also einmal in 2010, dass es möglich war, diese SEPA-Überweisungen zu exportieren. Der nächste Schritt war, dass ich auch, da war ein Kundenprojekt, die also die Rechnungen, die sie an die Kunden geschickt haben, direkt selber die das von den Kunden abbuchen konnten. Das wurde 2011 hinzugefügt. Und wir haben jetzt vor 3 Tagen ganz frisch die Version 3.3.0 veröffentlicht von Kiwitendo und da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Kontoauszüge zu importieren, dass die auch in Kiwitendo in der Datenbank vorhanden sind. Und dann habe ich dann in Kiwitendo ein Arbeitsfluss so, dass ich wieder meine ganzen Warenwirtschaftsdaten in der Warenwirtschaft habe. Ich auswählen kann, welche ich gerne bezahlen möchte oder wo ich dann Bankvorgänge initiieren möchte. Die überweise ich dann per SEPA XML an die Banksoftware. Ich bestätige die mit HBCI und meiner TAN einzeln oder Chipkarte en masse mit der Bank. Zurück kommen dann meine Kontoauszüge. Das kann ich zum Beispiel automatisieren mit zum Beispiel diesem AQ-Banking CLI. Also es kann durchaus eine andere Software benutzt werden für die Überweisung wie für die Konto,
Abzüge, Kontoauszüge zum Abholen. Mit den Kontoauszügen kann ich dann wieder meine ganzen offenen Posten verbuchen. Ich kann Verknüpfungen, ich habe ja meine ganzen Bankauszüge habe ich in der Datenbank drin, also ich kann also Verknüpfungen zu den Rechnungen erstellen. Das heißt, wenn nachher der Bearbeiter eine Rechnung aufmacht, kann er direkt schon sehen, wie war die Buchungszeile in dem Kontoauszug, wenn er die Rechte dafür hat. Und muss dann nicht erstmal in der Buchhaltung nachfragen, wenn jetzt irgendwie Unklarheiten sind, ich habe doch bezahlt. Und dadurch, dass diese Vorgänge untereinander verknüpft sind, kann ich auch einen viel effizienteren Kontenabgleich machen. Ich habe ja schon meine Rechnung mit dem Kontoauszug verknüpft. Das heißt, wenn ich dann meinen Kontenabgleich mache, kann ich ja dann auch direkt, dann weiß das System ja schon, aha, zu diesem Kontoauszugseintrag gehört diese Rechnung und da kann er mir schon sehr viel sinnvolle Vorschläge anbieten. Das habe ich hier nochmal in der Textform beschrieben, was ich gerade erklärt habe. Und hier ist also ein Beispiel, wo ich meine offenen Posten, wo ich also bei meinem Lieferanten ein paar Rechnungen bekommen habe, wo ich eine Warenwirtschaft erfasst habe. Ich habe also meine Überweisungssumme, ich habe mein Rechnungsdatum, ich habe das Fälligkeitsdatum, das ich erfasst habe. Kann also alle offenen Rechnungen einmal markieren vorne, sagen, jetzt bitte diese SEPA-XML-Datei generieren. Die wird mir heruntergeladen im Browser. Alle meine Bankdaten zu diesem Kunden oder zu jedem Kunden, also welche IBAN das ist oder wie der Kontoinhaber ist, die habe ich alle in meiner Banksoftware hinterlegt. Das heißt, der kann dann mit allen Daten schon diesen XML-Konto aus, diese XML-Datei ausfüllen. Ich kann den Verwendungszweck nochmal manuell überschreiben oder ändern, wenn er nicht genau stimmt. Ich kann nochmal, je nachdem, ob ich innerhalb des Kontofrist bin, nochmal das Konto ziehen oder nicht. Und generiere dann eine Datei, die dann auch sehr, sehr viele Buchungen haben kann, womit ich dann meine ganzen Buchungen überweise. Das ist eigentlich sehr praktisch. Dann in Kiwitendo der Fall, wo ich jetzt den Kontoauszug verbuche. Ich habe also von der Bank meine ganzen Kontoauszugszahlen bekommen. Und was wir dann machen, ist, dass wir im Prinzip ein Punktesystem generiert haben, wo der dann Vorschläge macht und zum Beispiel guckt, stimmt der Betrag überein mit einer der offenen Verkaufsreihen, die ich habe? Stimmt die Kontonummer die bei meinen Kunden hinterlegt ist, mit einer der Rechnungen von offenen Posten überein? Ist das Belegdatum innerhalb von 30 Tagen oder ist es vielleicht sogar bevor die Rechnung ist, dann kann ich das direkt ausfiltern. Gibt es also verschiedene Regeln, mit denen man eigentlich Plausibilitäten machen kann. Wenn ich mit der Maus über einen dieser Vorschläge fahre, kriege ich nochmal so eine kleine Übersicht über diese Rechnung, also wie der Betrag ist. Hier habe ich zum Beispiel zwei Vorschläge und wenn ich dann halt die verschiedenen Sachen anklicke, dann wandern wir rüber und kann dann in einem Rutsch dann möglichst viele Rechnungen speichern. Und es gibt sogar die Möglichkeit, einmal Vorschläge zu machen. Da ist also für alle Vorschläge, die irgendwie mehr als Punkte haben, kann ich dann in einem Rutsch dann diese alle markieren und werden alle meine offenen Posten dann automatisch geschlossen. Und ich muss dann nicht mehr in jede Rechnung reingehen und einzeln die Zahlungen erfassen. Das, also damit kann man, gerade wenn man sehr viele Rechnungen hat, sehr effizient sehr viele Rechnungen als bezahlt markieren. Es gibt dabei so ein paar Spezialfälle, die man beachten muss. Zum Beispiel, wenn die Bank am Ende des Monats Bankgebühren abruft, dann ist das Gegenkonto immer leer. Das heißt, ich kann nicht die Kontonummer von der Bank sozusagen abgleichen. Bisher war das der einzige Fall, wo das leer ist. Das heißt, da habe ich eine Regel eingebaut oder dann weiß ich, wenn das leer ist, dann waren das Bankgebühren. Aber das sind so ein paar Eigenarten, die man bei den Kontoauszügen dann berücksichtigen muss. Wenn man zum Beispiel die BIC abgleicht, dann ist das BIC-Feld zum Beispiel leer, wenn eine Überweisung aus der Schweiz kommt. Wir sind ja im Prinzip noch in so einem leichten Übergangsprozess von Kontonummer zu IBAN. Und mal ist in diesen Kontoauszugsdaten steht die IBAN da, mal die Kontonummer. Der Verwendungszweck, der ist auch nicht so immer ganz hübsch. Kann man hier nicht gut lesen, aber häufig sind im Verwendungszweck noch jede Menge Informationen, was das für eine HBT-Überweisung war. Also es ist nicht so, dass immer nur Rechnung und Bestellung 1 steht, sondern ich habe nochmal ganz viele andere Informationen, die mir im Prinzip dann auch meinen Verwendungszweck dann zumüllen. Das heißt, da kann man auch nicht so ganz einfach vergleichen.
Wo man darauf achten muss, gerade wenn man jetzt Beträge vergleicht, dass man auch nochmal das Konto berücksichtigen muss, wenn die Leute also dann aufs Konto gezogen haben. Und ein Feature ist die sogenannte Sammelüberweisung. Das ist, wenn ich mehrere Überweisungen zusammenfasse, die zusammen überweise und dann auf meinem Kontoauszug auch nur eine Zeile im Kontoauszug erscheint, da sich hinter sich aber sehr viele Buchungen potenziell verbergen können. Das hat den Vorteil, dass bei vielen Banken, wenn ich pro Überweisung oder zahle, oder dass diese Sammelüberweisung nur als eine Überweisung gilt und habe da ja dann weniger Gebühren. Mein Kontoauszug, der Papierkontoauszug, ist viel kürzer, aber mir gehen natürlich auch sehr viele Informationen verloren. Und schließlich beim Kontenabgleich ist das dann so, dass ich eigentlich immer eine Liste, also bei Kiwitendo jetzt, habe von einer Bankkontobuchung und einer Buchung in der Afibu. Ich kann auch Vorschläge machen. Ich wähle dann zum Beispiel immer zwei aus, die zusammenpassen, kann die unten abgleichen. Und es ist eigentlich immer sehr schön, wenn ja ich mit einer ganz langen Liste von roten Buchungen anfange, dass immer gelber wird. Und man hat dann mal so, es macht wirklich viel mehr Spaß, wenn man das Gefühl hat, so ich komme langsam dem Ende entgegen und irgendwann habe ich auch die Buchhaltung fertig. Das macht dann teilweise sogar richtig Spaß. So, dann, was eigentlich sehr, ja, was man halt nochmal machen kann, ist, dass ja, man den Kontoauszug automatisch abruft. Also wir machen das eigentlich noch händisch. Und ja, wir für uns werden bei den Zahlungen erstmal weiter leider Closed Software nehmen, weil die halt mit diesem Kartenleser arbeiten möchten und der von, ja, in unserem Fall von der Closed Software nur bedient wird. Wir verwenden selber das Moneyplex, das läuft also unter Windows, unter Linux und auch Mac. Das ist relativ bequem, das ist auch gar nicht so teuer. Und kann eigentlich auch alle wichtigen SEPA-Geschäftsvorfälle ausführen. Das Fazit wäre jetzt das für Privatanwender. Die Open-Source-Software, die es so gibt, das ist eigentlich so die Zielgruppe von denen. Das wird meistens im Prinzip als Privatprojekt gestartet, für Leute, die das selber benutzen wollten. Und da gibt es halt diese Finanzmanager. Generell ist die Installation relativ einfach, es gibt gute Hilfen. Mit diesem Pintan-Verfahren habe ich also ein ziemlich sicheres Verfahren, um meine Online-Geschäfte durchzuführen. Die wichtigsten Geschäftsvorfälle funktionieren und gerade die Finanzmanager sind auch relativ mächtig. Und vor allem von diesem Hibiskus war ich eigentlich sehr positiv angetan, kann man eigentlich sehr gut mitarbeiten. Bei Firmen und eigentlich auch Power-Usern ist es eigentlich so, dass diese Chipkartenunterstützung leider nicht funktioniert. Da gibt es teilweise auch, ich habe am Anfang gesagt, dass es sehr schön offene Standards gibt, gerade dort ist es so, dass diese Verfahren, wie die zum Beispiel diese Schlüssel hinterlegt sind, nicht richtig standardisiert sind. Und auch zum Beispiel Moneyplex, die haben in manchen Fällen auch so Non-Disclosure Agreements mit diversen Banken und das ist auch nicht so ganz einfach, an die Daten ranzukommen. Deswegen wird wahrscheinlich auch in Zukunft dieses Chipkartenverfahren eher nicht, ja, ich habe ja so Zweifel, dass das so richtig in, dass das einmal durchstarten wird. Aber das ist jetzt für Firmen an sich, ja, für Firmen ist halt eigentlich ein großes Problem. Und mein Fazit ansonsten zu der Software ist, dass eigentlich will ich, wenn ich eine gute Warenwirtschaft habe, will ich möglichst viele Daten in der Warenwirtschaft verarbeiten. Und wenn ich eine schlaue Warenwirtschaft habe, dann brauche ich gar kein schlaues Bankprogramm. Und da brauche ich auch dieses ganze Drumherum mit doppelter Buchführung und Finanzmanager, das brauche ich alles nicht. Ich will einfach ein ganz doofes Bankprogramm haben, was möglichst viele Geschäftsfälle abbildet. Und ja, was sehr schön ist, ist, wenn ich dann meine Kontoauszüge manuell importieren kann oder automatisierbar haben kann. Das kann ich alles in der Warenwirtschaft verarbeiten. Und für die Leute, die jetzt sehr hohe Anforderungen haben, gibt es noch das EBIX-Verfahren. Das wird teilweise auch von den Open Source
Programm verwendet. Und bei EBIX, das kommt eigentlich noch so aus DFÜ-Zeiten, gibt es aber jetzt in moderner Form. Und da kann man, das ist eher für größere Formen, da gibt es nochmal ganz andere Kostenstrukturen für die Überweisung. Da gibt es dann sowas wie verteilte Unterschriften, das lohnt sich also eigentlich eher bei größeren Firmen. Was ich mir eigentlich wünschen würde in dem Umfeld, ist, dass dies diese Bibliotheken noch ein bisschen weiter professionalisieren würden. Damit meine ich nicht, dass die Programmierer nicht sauber programmieren. Die Basis ist eigentlich sehr gut. Aber es wäre halt schön, wenn diese Hobby-Nische eigentlich ein bisschen verlassen wird, dass da auch mehr kaufmännische Verbindlichkeit herrscht. Weil es gibt halt schon kommerzielle Produkte im Open-Source-Bereich, die diese Software nutzen oder gerade diese HPC-Schnittstellen. Und es wäre halt schön, wenn es auch mehr Entwickler gibt. Also meistens beschränkt sich das auf ein oder zwei Leute. Was es halt ein bisschen schwierig macht, ist, dass der Bedarf halt nicht so hoch ist, weil gerade für Firmen gibt es sehr günstige Closed-Source-Lösungen. Die kosten von 30 bis 150 Euro und da kann man alles machen. Das läuft auch unter Linux. Und es ist halt auch dann schwierig, Firmen dazu zu begeistern, dass die diese Entwickler nochmal sponsoren. Und was halt wirklich fehlt, ist, dass diese Standardisierung bei diesen Chipkarten, dass da Standards sich etablieren und sich auch dran gehalten wird. Und wenn das alles gegeben wäre, dann könnten wir auch für uns selber zum Beispiel auch auf die Chipkarten zugreifen oder benutzen. Damit wäre ich auch an meinem zeitlichen Limit. Wir haben unten im Projektraum noch einen Stand, falls Fragen sind. Ich kann jetzt nicht auf Fragen antworten. Und ansonsten falls das Interesse bei Capitendo geweckt worden ist, mein Kollege hat nachher nochmal einen Vortrag, wo erzählt, wie eine Firma mal von Capitendo zu SAP gewechselt ist, nicht zufrieden war und dann wieder zurückgewechselt ist. Hat auch nochmal ein schöner Vortrag. Und dann würde ich jetzt einmal auf Fragen eingehen. Da die erste. Achso, Entschuldigung. Wie geht eine der beschriebenen Softwarelösungen mit vier Banken um? Also HBCI kann mehrere Banken importieren. Hibiscus. KMyMoney kann, glaube ich, auch mehrere Banken, doch kann auch mehrere Bankkonten importieren. Also das funktioniert. Da muss man im Detail halt gucken, ob diese bestimmte Bank mit diesem bestimmten Verfahren auch mit dieser Software zusammen funktioniert. Aber ich hatte ja einmal den Link gezeigt am Anfang zu diesem Online-Banking-Forum. Da findet man eigentlich für jede mögliche Kombination von Bank und Software, ob auch Hilfen, ob das halt funktioniert. Also in meinem Fall war es alles sehr gutartig. Ich habe halt von der Bank die VR-Kennung bekommen, konnte die PIN eingeben, musste halt die Felder ausfüllen. Und es hat auf Anhieb funktioniert. Aber es kann halt durchaus sein, je nach Bank, dass man dann halt mal irgendwie nochmal was an die Vorerkennung dranpacken möchte, vielleicht das eine Feld leer lassen muss. Aber generell ist die Integration von mehreren Bankkonten, die funktioniert. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Das ist halt auch eine der Stärken von dieser Software im Gegensatz zu Web-Anwendungen. Das funktioniert. Dann nochmal eine Frage. Das Akku-Banking-Kommandozeilen-Tool kann das Überweisung ausführen? Kann es? Ich habe es kurz probiert, aber nicht geschafft. Ich bin nicht ganz sicher, was bei dem Kommandozeilen-Tool halt nicht funktioniert, ist, dass ich diesen Flickr-Code zum Beispiel nicht eingeben kann. Pintan gibt es die beiden Möglichkeiten, einmal diesen Flickr-Code oder diesen Startcode. Ich glaube, es ist möglich mit Startcode, dass man das ausführen kann. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe es kurz probiert, aber nicht geschafft. Und ich habe es auch unter GnuCache dann auch nicht geschafft, Überweisungen durchzuführen. Da weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob es daran lag, dass ich mir dieser Flickr-Code fehlte oder dass ich das nicht richtig eingerichtet hatte. Das war schon ein bisschen komplizierter. Aber im Prinzip ist es möglich, halt mit den Verfahren, die halt funktionieren, dann auch und sowohl unter Akku-Banking als auch unter Hibiscus Überweisungen zu tätigen. Aber halt gerade das von mir favorisierte Verfahren mit den Chipkarten, das funktioniert eigentlich generell nicht, beziehungsweise nur bei sehr wenigen Banken. Das ist dann eher eine Ausnahme oder hat man gerade Glück gehabt.
Und das kann bei der nächsten Version von der Bank dann auch wieder ganz anders sein. Eine Frage vom... Das funktioniert, also sowohl bei Hibiscus habe ich es probiert. Ich habe mehrere Überweisungen eingepflegt, habe die zusammengefügt und musste dann auch wirklich nur eine TAN eingeben für alle. Dann kam auch im Kartenleser, hat er erkannt, aha, Sammelüberweisung, hat dann, normalerweise wird ja sowohl der Betrag als auch das Empfängerkonto angegeben. Da war es, glaube ich, so, dass nur der Betrag da war und vielleicht das Absenderkonto, von dem ich aus die Sammelüberweisung ausgeführt habe. Aber da konnte ich also schon mehrere Überweisungen durchführen. Aber das war jetzt für meinen Anwendungsfall, wo ich dann nachher die Kontoauszüge haben möchte und das dann verbuchen möchte, will ich halt gerade keine Sammelüberweisungen haben. Aber mit Sammelüberweisungen kann man das Problem... Nee, Sammelüberweisung. Da kann man dieses Problem mit dem PIN-TAN umgehen. Und es gab eine Software, ich weiß nicht, ob es Moneyplex war oder vielleicht war es sogar Hibiscus, die hatten die Möglichkeit, dass selbst wenn man eine Sammelüberweisung an die Bank schickt, dass das intern trotzdem nochmal als Einzelüberweisung nochmal gespeichert wird. Und wenn ich dann den Kontoauszug auch exportiere, dass das trotzdem noch als Einzelüberweisung ist. Also das hat nochmal so halt ein bisschen gehackt. Ne? Ich spare mir die Bankgebühren bei der Bank. Die Bank denkt, ah, Sammelüberweisung, aber intern habe ich das als Einzelüberweisung. Das war eigentlich nochmal ein ganz schöner Hack, den die da gemacht haben. Aber ich will nicht, also es war entweder Hibiscus oder Moneyplex, das weiß ich nicht mehr genau. Da hinten war, glaube ich, noch mal... Haben Sie Erfahrung, selbst so ein Banking-Modul? Ja, die Frage ist, möchten wir das gerne integrieren in Kiwitendo, so ein Banking-Modul? Eigentlich nicht. Also als ich das damals entworfen habe mit der Banking-Schnittstelle, ich habe nicht mal selber einen Parser geschrieben, um dieses MT940-Format für die Kontoüberweisung zu extrahieren. Da habe ich eigentlich auch mir nochmal eine Schnittstelle gebaut, wo ich dann das an Akkubanking CLI schicke, der das in MT940 umwandelt und ich dann einfach eine CSV-Datei bekomme, die ich dann in Kiwitendo importiere. Man könnte durchaus sowas dann in Kiwitendo importieren. Aber eigentlich wird generell abgeraten davon, so einen eigenen Parser zum Beispiel sowas zu schreiben, weil das ist ein Standard, aber wie mit Standards so üblich ist, es wäre schön, wenn sich alle daran halten. Es gibt halt immer so ein paar Spezialfälle. Da ist es viel bequemer, da einfach die vorhandenen Bibliotheken zu nehmen. Und was zum Beispiel auch sehr schick wäre, wenn man zum Beispiel dann ja automatisch Zahlungen zum Beispiel auch veranlagen könnte, dass ich aus Kiwitendo heraus vielleicht meine PIN eingebe. Aber das übersteigt eigentlich die Kompetenz von Kiwitendo. Und dazu sind die Open-Source-Sachen eigentlich zu gut. Und wir hätten die gleichen Einschränkungen wie die Open-Source-Lösung. Dafür, das macht eigentlich jetzt keinen Sinn für uns. Es gibt gute Lösungen. Wie gesagt, wir brauchen eigentlich nur ganz doofe Bank-Clients. Sie brauchen gar nicht groß irgendwas machen. Deswegen werden wir eigentlich dann keine nähere Integration machen. Wäre halt schön, also schön hat Schnittstellen zu machen, dass man vielleicht einen Hibiscus-Server irgendwo laufen hat. Und dann vielleicht über die REST-API dann auch vielleicht die Zahlung dorthin überweist. Zurzeit machen wir das eigentlich alles über den Umweg von CSV-Dateien. Das wäre also sicherlich sinnvoll. Aber direkt integrieren wollen wir es eigentlich nicht. Also das ist eigentlich zu kompliziert. Meine Frage? Wollen, dass der REST eigentlich von der Sicherheit, von der Methode her, Testo noch relativ bequem Verfahren mit diesen Kastenlebern sofort dadurch entwertet wird, dass ich eben die Implementierung überprüfen kann? Die Frage ist, das ist doch zum Heulen. Ne? Wir haben ein tolles Verfahren, gerade das sicherste von den beiden, die ich vorgestellt habe, dass das nicht mit Open Source funktioniert. Ja, das ist halt sehr schade. Ist eigentlich auch ein bisschen unnötig. Also hätte man sich vielleicht mehr Mühe gegeben, das zu standardisieren, hätte man das sicherlich auch besser machen können. Ich glaube, das Hauptproblem ist vor allem, dass es halt keinen Standard gibt, wie diese Schlüssel dann wie diese dann halt auch gespeichert werden von den Programmen. Und ist halt sehr schade. Aber wenn man auch ein bisschen in diesem Forum liest, die Kommentare von den Entwicklern waren eigentlich auch sehr resigniert eher. Aber ja, die machen das halt auch nicht für Firmen, sondern eher für sich selber. Und mit dem PIN-TAN-Verfahren hat man auch eine gute Methode.
aber da wird es auch selbst mit finanzieller Unterstützung, ist da, glaube ich, schon relativ schwierig, da was anzubieten, weil sich sowas halt auch immer wieder ändert. Und die Programmierer, die tun mir sowieso ein bisschen leid, weil man muss halt immer hinterher programmieren. SEPA ändert sich, neues Format. Die machen das in ihrer Freizeit und das ist eigentlich eine sehr undankbare Aufgabe, die haben. Und ich, wir machen auch wieder Aufrufe, dass man die ein bisschen unterstützen kann, aber letztendlich passiert leider nicht so viel. Das ist leider der Stand. Und jetzt fürchte ich, werde ich jetzt des Platzes verwiesen. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, wir haben einen Stand unten, sind nachher noch da. Und danke für die Aufmerksamkeit.